Sie ist nur wenige Kilometer vom Bad Ischler Zentrum entfernt, die Rettenbachalm. Wirt und Koch Florian Simmer bereitet heute Knödel zu. Die bekommt der 35-Jährige von Werner Dilli geliefert. Ganz wichtig ist auf alle Fälle, dass er für seine Knödel die Regionalität hernimmt. Und das ist das, was ich auch als Koch sehr schätze, weil das meine Karten auch widerspiegelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich den als Lieferant oder als Partner dazu gezogen habe. Knödel mit roter Rübe, Bergkäse und Spinat, dazu gebratene Tomaten, braune Butter darüber, fertig ist das Almgericht. Speisen mit Knödel, die gibt's das ganze Jahr. Im Herbst eben die Schwammerl mit einer schönen Eierschwammerl-Rahmsauce. Oder wir haben sie eben mit der braunen Butter in der Karten stehen. Das ist ganz ein Klassiker, ne, weil das macht ein bisschen einen nussigen Geschmack rein. Gibt viele Möglichkeiten. Oder zu den Spinatknödel könnten wir eine schöne Bergkäsesauce machen. Da ist Kreativität in der Küche gefragt. So auch bei Werner Dilli. Er ist der Knödelmacher. Gedreht werden sie in Rosenau am Hengstpass. 1 Million pro Jahr. Wir haben insgesamt so 40 Sorten schon, also alles vegetarisch, 6, 7 verschiedene. Und die gibt es auch in veganen Varianten. Dann alle möglichen Gefühlen, Grammisöch, Blunzen, Holzofenknödel. Dann machen wir mit Stangenknödel neu und insgesamt haben wir so 40 Knödel mit saisonalen Knödel. Ergänzen wir das, wie Bärlauch jetzt oder im Sommer Erdbeer, Marillen, im Herbst Schwetschgen. Ich schicke dir mal ein paar Muster. Das Knödelbrot kommt aus Linz von einer großen Bäckerei. Dann das ganze Gemüse, Kürbis, rote Rüben und auch die Kartoffeln lasse ich mir von einem Bauern in Kemmerton an der Krems veredeln und der bringt mir das alle paar Wochen nach Bedarf. Florian Simmer und Werner Dilli sind Genusslandproduzenten. Davon gibt es mittlerweile 450 in ganz Oberösterreich. Seit 20 Jahren ist das Genussland Oberösterreich die Initiative für regionale Esskultur. Dazu gehören bäuerliche Direktvermarkter, Lebensmittelmanufakturen und Gastronomiebetriebe.